Aber herzlich willkommen zurück! Ja, Benetos ist wieder am Start. Ach, ich weiß, was ich tun muss. It's me, myself and I. Weiß, was ich tun muss, sagte er und portete sich an den Arsch der Welt. Aber es haben wir schon mit Bekanntschaft gemacht mit den schönen Bomben. Weil denen, mit denen werden wir nachher noch zu tun haben. Er wird das Fließband sowas von anschalten. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Schnee loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Der Stammfall funktioniert übrigens, keine Angst. Früher hatten wir damit manchmal Probleme. Das heißt ja wohl nein. Tja. Du, das hätten wir dann auch gelöst. Die Aussicht erweitert. Nö. Nein, das ist von unten gesehen. Ich sehe, guckt ja von unten da hoch. Ah, der ist richtig. Okay, das funktioniert dann aber nicht.
Ach! Ja, klar. Sehr schön. So, was kommt jetzt Böses? Just me, myself and I. Okay. Ich bin nur durch eine Wand gelaufen, das ist alles. Ich habe nicht mehr getan. Okay, ich kann da ein Potter. Ja. Sehr schön. Oh Gott, das ist gleich der Endkampf. Das heißt, es ist gleich Fine. Dann werden wir uns hier hochfahren. Das heißt, ich mache hier noch einmal einen Cut. Und danach sehen wir uns wieder zum Endboss-Fight von Portal 2. Euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht, einen wundervollen Tag, ja, oder Wochenende. Peace out. Euer Benetoys. Ich versuche den Endboss-Fight nicht zu verkacken. Wir sehen uns gleich wieder.